Hi liebe Weltraumfreunde, heute geht es um das Thema, ob das gesamte Universum und unsere gesamte Realität lediglich eine Simulation ist. Also ihr seht schon, es wird sehr philosophisch heute. Vielleicht denkt ihr euch, wie komme ich auf so einen Quatsch? Aber diese Frage stellen sich in den vergangenen Jahren relativ viele Wissenschaftler und ich werde euch jetzt erklären, warum das so ist. Könnte ja sein, dass alles, was wir hier wahrnehmen, gar nicht echt ist, sondern eben einfach nur digital simuliert, vielleicht von einer intelligenteren Spezies, die wir nicht erahnen können, oder auch von einer künstlichen Intelligenz, wer weiß. Das hätte natürlich auch weitreichende Folgen für unser Leben, das werde ich später noch im Detail erklären, denn es würde bedeuten, alles steht schon fest, alles ist determiniert, denn wenn alles nur simuliert wird, was für einen Einfluss sollen denn wir, die simulierten Objekte, dann noch auf die Realität haben? Das heißt, egal was euch passiert, egal was ihr wahrnehmt, es hat überhaupt keinen Sinn, danach zu fragen, warum das gerade geschehen ist oder was das soll. Meinst du, dass sie die Gedanken genommen haben, die wir gedacht haben und wollen, dass wir denken, dass unsere Gedanken, die wir gedacht haben, die Gedanken sind, die wir jetzt denken? Denkst du das? Diese Einspielung gerade war wahrscheinlich auch nur ein simuliertes Element in dem Fake, den wir Realität nennen. Also, ich sehe schon, das ganze Fundament unserer Realität gerät jetzt schon ins Wackeln. Ich liefere euch noch ein paar Argumente, warum es sein könnte, dass wir in einer Simulation leben. Habt ihr euch jemals darüber Gedanken gemacht, warum die Naturgesetze genau so sind, wie sie nun mal sind? Warum ist Lichtgeschwindigkeit das Schnellste, was mit den Regeln der Physik zu erreichen ist? Warum entfaltet Schwerkraft bzw. Gravitation genau die Wirkung, wie sie es nun mal tut? Ich meine, die Wissenschaft kann dem Ganzen auf den Grund gehen und feststellen, die Schwerkraft der Erde ist so und so. Und die Schwerkraft der Erde verhält sich auf einen menschlichen Körper so und so. Aber warum ist das so? Also warum sind die Naturgesetze so entstanden, wie sie überhaupt sind? Viele Leute würden jetzt sagen, ja, weil Gott sie so gemacht hat. Dann würde sich immer noch die Folgefrage stellen, wer hat Gott gemacht? So gesehen ist doch vielleicht die naheliegendere Antwort, na klar, weil sie nun mal in dieser Simulation als feste Werte vorgegeben sind. Der Multimilliardär und Chef von dem Weltraumunternehmen SpaceX, also jetzt kein völlig fernliegender Mensch, wenn es um solche Themen wie künstliche Intelligenz, Astronomie, Astrophysik geht oder Wissenschaft allgemein, Elon Musk, der vergleicht das Ganze mit Computerspielen. Und er selber ist übrigens auch Anhänger der sogenannten Simulationstheorie. Das heißt, er geht tatsächlich davon aus, dass wir in einer Simulation leben. Er sagt, schaut euch doch mal die PC-Spiele an, die ersten PC-Spiele, die es gab in den 70ern, so Pong oder wie das hieß, wo man so einen Ball hin und her spielen musste, war damals revolutionär, kannst du heute keinen mehr hinterm Ofen hervorlocken mit. Und welche Entwicklung die PC-Spiele seitdem genommen haben, heute sitzen die Kiddies vorm PC und zocken die ganze Nacht Fortnite. Vergleich mal Fortnite mit Pong. Es gibt natürlich noch detailreichere Spiele als Fortnite, auch wenn das einige jetzt nicht hören wollen. Es gibt super Simulationen, auch vom Weltraum, wo man ganze galaktischen Imperien aufbauen kann. Ja, es gibt Simulationen von allem. Also jeder, der schon mal Rollercoaster gespielt hat und einen Vergnügungspark aufgebaut hat, weiß, es gibt super Simulationen am PC. Und wenn man sich mal diesen technischen Fortschritt anguckt und jetzt nochmal 50 Jahre weiterdenkt, ja, es ist da nicht sehr wahrscheinlich, dass wir irgendwann auch solche Simulationen entwickeln werden, die sehr, sehr detailliert sind. Vielleicht so detailliert wie das Universum. Zumindest so detailliert, dass die simulierten Personen sich wie echt fühlen. Also ein PC-Spiel, das so krass detailliert programmiert ist, dass die Figuren in dem Spiel denken, sie wären echt. Warum nicht? Ich meine, die Technik geht immer weiter voran und das könnte doch irgendwann möglich sein. Aber jetzt kommt's. Das Universum ist 13,7 Milliarden Jahre alt. Glauben wir. Vielleicht ist das auch nur in unserer Simulation der Fall. Jedenfalls scheint es das Ganze schon ein bisschen zu geben. Wäre ja relativ unwahrscheinlich, wenn wir die Ersten sind, die es schaffen, eine solche Simulation herzustellen. Wäre es nicht wahrscheinlicher, dass es vorher schon Lebewesen gab, vielleicht Menschen, die schon weiter waren, eine Simulation erschaffen haben, und das sind wir. Vielleicht gibt es Menschen wie uns ja wirklich, aber sie sind schon in der fernen Zukunft. Vielleicht haben wir gar nicht das Jahr 2019, vielleicht haben wir schon das Jahr 3000 oder 4000. Und die Menschen haben sich entschlossen, ja lass doch mal unsere Vergangenheit simulieren. Wäre doch witzig. Und dann könnt ihr irgendwie bei Steam den 2019 Simulator kaufen und dann zockt ihr eben euer Leben. Könnte sein. Ich meine, schon heute spielen wir Mittelalter-Simulationen oder Simulationen über das Römische Reich oder so. Da wäre es doch nur folgerichtig, wenn die Leute im Jahre 4000 eine Simulation über das Jahr 2019 spielen und genau diese Simulation
könnten wir sein. Gerade sitzt jemand am PC und simuliert, wie ich dieses Video aufnehme und wie ihr dieses Video guckt. So, wenn ihr jetzt noch nicht verunsichert genug seid, kommt noch ein Argument. Wir können das Ganze auch mathematisch angehen. Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen gesagt, es ist wahrscheinlich technisch möglich, ein sehr detailreiches Universum zu simulieren. Vielleicht noch nicht für uns, aber es ist theoretisch möglich. Wenn es theoretisch möglich ist, ein Universum zu simulieren, dann ist es theoretisch auch möglich, eine Menge Universen zu simulieren. Das ist dann nur noch eine Frage der Rechenleistung. Also wenn ich jetzt meinen heutigen PC-Spielen gesprochen, keine Ahnung, wenn ich einen PC haben kann, auf dem Fortnite läuft, dann kann ich auch 10 Millionen PCs haben, auf dem Fortnite läuft, richtig? Also könnte man also auch theoretisch, wenn man technisch so bewandert ist, sehr, sehr viele, sagen wir mal Millionen und Abermillionen Rechner haben oder Systeme, auf denen eine Simulation des Universums läuft. Also es gibt fast unendlich Simulationen des Universums, theoretisch. Es gibt aber nur ein reales. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr, wenn es Millionen simuliert und ein reales Universum gibt, dass ihr genau in dem realen Universum lebt? Die Wahrscheinlichkeit ist gleich null. Wäre natürlich super, wenn man jetzt irgendwie herausfinden könnte, ob wir in der Simulation leben, nachdem ich jetzt diese ganzen Zweifel an unserer Realität gestreut habe. Aber das ist in sich ja schon eigentlich nicht möglich, denn stellt mal vor, wir leben in der Simulation, dann wären doch alle Beweise, die wir finden könnten darüber, dass wir in der Simulation leben, auch nur simuliert. Also so gesehen können wir nicht aktiv danach suchen, wir sind darauf angewiesen, dass es in der Simulation Beweise gäbe, dass die Simulation existiert. Aber es wird wahrscheinlich nicht so sein. Allenfalls eben, was ich eben schon angesprochen habe mit den Naturgesetzen, könnte man sagen, na, dass die so festgelegt sind. Das fühlt sich doch fast an wie eine Figur in einem PC-Spiel, die auf einmal merkt, na, ich kann nur so hoch springen, ich kann nur so schnell laufen. Wisst ihr, das sind die Gesetze eines PC-Spiels, sind vielleicht analog zu den Gesetzen unseres Universums. Das wäre noch so ein Anhaltspunkt. Mit alledem möchte ich nicht sagen, dass das jetzt eine feststehende Tatsache wäre, dass wir in einer Simulation leben. Ich bin also auch kein Vertreter der Simulationstheorie. Ich würde das aber auch nicht per se ausschließen. Also die Argumente, die ich gerade gesagt habe, sind eigentlich nicht schlecht. Und ganz ehrlich, mir fällt kein besonders gutes Argument ein, dass wir nicht in einer Simulation leben. Aber das Realitätsgefühl, das wir Menschen haben, ist natürlich sehr stark. Und deswegen, das lässt sich schwer umstoßen. Also wenn ich jetzt nach Gefühl entscheiden müsste, würde ich auch sagen, naja, das alles, das muss echt sein. Das kann keine Simulation sein. Aber spätestens, wenn wir Menschen in der Lage sein werden, selber solche Simulationen zu erschaffen, in denen die simulierten Objekte dann auch wirklich ein Bewusstsein haben, müssen wir uns mal mit dem ganzen Zeug wirklich auseinandersetzen. Was für Auswirkungen hätte es, wenn wir in der Simulation leben würden, habe ich ja am Anfang schon anklingen lassen, dann würde das im Prinzip bedeuten, dass es auch keinen freien Willen gibt. Also die Diskussion über den freien Willen ist nochmal eine ganz eigene. Selbst wenn wir im realen Universum leben und nicht in der Simulation, wäre es immer noch eine hochstrittige Frage, ob es einen freien Willen gibt. Denn die Gesetze der Physik könnten den freien Willen ja auch schon ausschalten. Wenn jedes Atom sich nun mal so bewegen muss, wie es das muss, aufgrund den Gesetzen der Physik, dann ist alles, was im Universum geschieht, quasi von Anfang an schon rein physikalisch vorherbestimmt. Aber das ist noch ein anderes Thema. Aber wenn wir in der Simulation leben würden, dann gäbe es definitiv keinen freien Willen. Denn es ist ja alles simuliert. Wir können nicht mit unserem simulierten Gehirn die Simulation überwinden. Alles, was ihr tut, ist vorherbestimmt, genauso wie Super Mario im Nintendo-Spiel nach rechts laufen muss und springen muss, wenn ihr den Knopf drückt. So wäre es dann auch mit uns. Hätten natürlich riesige ethische Auswirkungen, wenn man das beweisen könnte. Denk mal ein einfaches Beispiel. Ihr verhaut die nächste Mathearbeit total, 5 minus oder so, kommt nach Hause und eure Mutter sagt, ey, was soll der Scheiß, warum hast du eine 5 minus geschrieben, du musst mal mehr lernen. Dann könnt ihr einfach sagen, Mama, wir leben in einem deterministischen Universum. Es gibt keinen freien Willen. Ich konnte gar nichts dafür, es musste genau so kommen, wie es ist. Und das hat natürlich noch weitreichendere Folgen. Denkt mal an Strafprozesse. Der Mörder sitzt vor dem Richter und der Richter sagt, warum haben Sie die Person ermordet? Und der Mörder sagt, ich hatte doch gar keine Wahl, es gibt keinen freien Willen, ich musste es tun. Wen will man denn dann noch verurteilen? Also ihr seht, das hätte gigantische Auswirkungen auf unsere Realität und irgendwie würde das Leben sich auch ein bisschen sinnlos anfühlen, wenn es nur simuliert wäre, oder? Was meint ihr? Ich meine, in der Praxis wäre es fast egal. Angenommen, ihr esst einen leckeren Hamburger oder so. Naja, ob der jetzt echt ist oder ob der simuliert ist, der schmeckt trotzdem geil, oder? Also das wären dann interessante philosophische Fragen, die sich stellen würden.
Ja, was meint ihr nach alledem? Leben wir in einer Simulation oder ist das Universum echt? Würde mich interessieren, was ihr dazu denkt. Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr mich bei Patreon unterstützt. Da könnt ihr mit 1 Euro pro Monat schon dabei sein und dann über die Themen der nächsten Videos mit abstimmen. Mir hilft es total bei meiner Arbeit. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video. Macht's gut!